Jetzt geht's halbwegs. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, Herr Simon, die 107 Millionen werden erst nach einem Ablauf von 3 Jahren fällig. Das ist die Gesamtsumme gewesen, die Sie jetzt hier wiedergegeben haben, die das Kita-Bündnis fordert. Wir alle fordern stufenweise Aufstockung, aber das kann ich später noch erläutern, wie das eigentlich gemeint ist. Mit den Anträgen der Piraten liegen nun von allen Oppositionsparteien, Fraktionen, parlamentarische Initiativen vor, die die Forderungen des Kita-Bündnis unterstützen. Und auch wir finden, wie Sie wissen, dass da die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden und dass hier in Berlin schneller und mehr passieren muss als bisher vom Senat vorgesehen. Erst vor wenigen Tagen ist in einer von der Linken beantragten Anhörung zu den Forderungen des Kita-Bündnis der dringende Handlungsbedarf noch einmal deutlich formuliert worden. Fakt ist, der für die Kita-Qualität wesentliche Personalschlüssel ist zu schlecht. Und wie man es auch dreht und wendet, Berlin ist in der Versorgung gerade der jüngsten so ziemlich Schlusslicht im bundesdeutschen Vergleich. Und ob es nun 5,9 oder 6,6 Kinder pro Fachkraft sind, die Relation ist zu schlecht, um den Kindern und ihrem individuellen Bedarf gerecht zu werden. Frau Senatorin Scheres, Argument an dieser Stelle immer gern, dass das Fachkräftegebot, das uns in Berlin von anderen Bundesländern unterscheidet, nicht in den Vergleich eingerechnet wurde. Wir unterstützen Sie natürlich bedingungslos, wenn es um die höchste Qualität und das Fachkräftegebot geht. Aber die Realität ist, dieses Fachkräftegebot wird in vielen Berliner Kitas mit ausdrücklicher Genehmigung des Senats längst nicht mehr eingehalten. Seiteneinsteigerinnen, die sich in der Ausbildung befinden, können bis zu 28 Wochenstunden vollständig auf die Personalbemessung angerechnet werden. Das geht auch dann schon, wenn sechs Monate bevor der schulische Teil der Ausbildung beginnt. Pro 3 Fachkräfte kann also eine Nichtfachkraft tätig sein. Und das wirkt sich natürlich auf die pädagogische Arbeit aus. Es ist auch zu einfach, Kita-Träger zu kritisieren, weil sie zunehmend nicht mehr bereit sind, noch mehr Nichtfachkräfte zu beschäftigen, sprich als Ausbildungsbetriebe zu arbeiten. Sie verhalten sich aus Sorge um die pädagogische Qualität so, die ja wohl immer noch zuerst dem Kind und erst dann dem Azubi gelten sollte. Das ändert sich auch dann nicht, wenn Sie im Haushaltsgesetzentwurf 2 Wochenstunden für die Einarbeitung bereitstellen, Herr Simon. Sie wollen außerdem für ca. 12.000 Kinder in sogenannten Brennpunkt-Kitas eine leichte Verbesserung des Personalschlüssels einführen. Wir glauben gern, dass Sie da mehr wollten, aber bei der Prioritätensetzung dieses Senats nicht mehr hinbekommen haben. Und trotzdem ist es inakzeptabel, zumindest aus 2 Gründen. Sie durchbrechen damit das Prinzip, das Sie selbst so hochhalten, nämlich dass der Berliner Personalschlüssel sich auf das einzelne Kind bezieht und von diesem in jede Einrichtung, die es besucht, mitgenommen wird. Doch Ihre Verbesserung ist vom sozialen Raum abhängig, in dem das Kind lebt, nicht von dem, was das Kind braucht. Der wesentliche Knackpunkt ist, dass Sie mit Ihrer Neuregelung die 1- bis 3-jährigen Kinder in solche, die mehr oder weniger pädagogische Zuwendung bedürfen, einteilen. Das ist ungerecht, weil jedes Kleinkind nun mal seine speziellen Bedürfnisse hat. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Eggert? Ja. Bitte, Herr Eggert. Danke. Frau Möller, Sie sagten ja eben gerade, dass wir bis jetzt die Durchgängigkeit haben, dass jedes Kind das mitbringt und wir das damit durchbrechen würden. Wir haben doch, und das wissen Sie doch auch, jetzt auch schon eine Durchbrechung, und zwar da, wo Gruppen mit einem mehr als 40% NDH-Anteil sozusagen sind, gibt es ja auch schon eine Förderung, also eine Extrasumme drauf. Das heißt, wir gehen ja in diesem Fall diese Art und Weise der besonderen Bedürfnisse und Förderung weiter. Finden Sie nicht, dass es gerade diese Kinder nötig haben, dass sie sozusagen stärker gefördert werden, die wir jetzt fördern wollen? Na, Herr Eckert, Sie wissen aber auch, dass dieser 40-prozentige NDH-Anteil als Maßstab für die Personalbemessung längst überholt ist. Und dass wir natürlich, ja, natürlich müssen wir gucken, welche Kriterien wir da ansetzen. Das lehnen wir ja auch ab, das haben wir auch schon mehrmals beantragt. Das wollten Sie ja eigentlich auch mal angehen, das Problem. Man kann nach dem NDH-Anteil nicht gehen, man kann aber auch nicht nur nach sozialen Prämissen gehen. Wir müssen flächendeckend eine gute Versorgung für alle kleinen Kinder, zumindest im unter 3-jährigen Bereich, hinbekommen. Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage, diesmal des Kollegen Oberg. Bitte. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Wenn man das konsequent weiterdenkt, muss ich Ihnen die Frage stellen, ob Sie auch dafür eintreten, dass alle Schulklassen in der Stadt unabhängig von der Zusammensetzung der Schülerschaft
die gleiche Anzahl an Lehrerstunden zugemessen bekommen muss. Das heißt, dass die Minderungsfaktoren nicht deutscher Herkunftssprache und Befreiung von der Lehrmittelzuzahlung, ob das künftig wegfallen soll und wir alle gleich behandeln müssen. Das gilt dieses NDH-Prinzip. Ab einer bestimmten Prozentzahl, ab einer Stichzahl von 40% zum Beispiel, ist überall nicht zielführend. Wir finden, dass diese Stichtagsregelung nicht, also dass diese Prozentzahlregelung nicht geht. Das muss in Bezug auf den individuellen Bedarf, der jeweils vor Ort vorhanden ist, geregelt werden. Ich würde jetzt aber gerne noch weiter zum Kita-Bereich bleiben. Über Schule wird ja schon ansonsten reichlich und viel diskutiert. Wir finden jedenfalls, dass die Forderungen des Kita-Bündnisses berechtigt sind und dass sie auch realistisch sind und umsetzbar. Und wir sind aber anders als die Piraten der Auffassung, dass sie in einem Stufenplan umgesetzt werden sollten, so wie wir es auch in den Haushaltsberatungen mit Zahlen hinterlegt beantragt haben und wie wir es auch erneut beantragen werden. 2016 ein Kind weniger bei den Kleinsten bis zum Alter von 2 Jahren und ab 2017 für die Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren. Und unserer Meinung nach sollte den Vorschlägen des Kita-Bündnisses folgend ab 2018 die Kita-Leitung bei 100 Kindern und in der Einrichtung von der Gruppenarbeit freigestellt sein und ab 2019 bei 80 Kindern. Das kann man natürlich alles auch schneller und früher umsetzen, wenn die Finanzen das zulassen und wenn uns zum Beispiel die Betreuungsgeldmillionen zur Verfügung stehen. In der Antwort auf meine schriftliche Anfrage schrieb Herr Feiler ja, dass der Senat vorschlagen wird, diese Mittel im Kita-Bereich einzusetzen. Auch die Koalition in Person von Herrn Schneider hat ja im Hauptausschuss angekündigt, in dieser Frage zur Schlusslesung noch etwas vorzuschlagen, was die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relationen im U3-jährigen Bereich betrifft. Da sind wir sehr gespannt. Das wäre mal ein Anfang, zumindest für diesen Bereich. Denn wie die Anhörung im Bildungsausschuss zeigte, gibt es noch viele weitere Probleme, die dringend gelöst werden müssen. Denn selbst bei genügendem Geld für einen perfekten Personalschlüssel, für die perfekte wissenschaftlich untermauerte Fachkraft-Kind-Relation, hätten wir dann immer noch das Problem des Personalmangels. Das ist hier auch schon angesprochen worden. Und ich möchte in diesem Zusammenhang noch darauf hinweisen, dass wir neue Entwicklungen beachten müssen, die uns beschäftigen müssen, nämlich, dass der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen im Bundesgebiet die Tarifgemeinschaft der Länder, die in Berlin gilt, abgehängt hat und nun Erzieherinnen erster und zweiter Klasse produziert. Hier erwarten wir, dass sich der Senat im Rahmen der Tarifgemeinschaft der Länder Gedanken macht, wie diese Lücke zu schließen ist. Bis zu 300 Euro weniger in einer Berliner Lohntüte für die gleiche Arbeit im Gegensatz zum Rest des Bundesgebiets ist keine gute Werbung für die Berliner Kita. Vielen Dank.